Hi Leute, Moment. Ich muss erstmal die Widgets verstecken. Jetzt sehe ich auch, dass wir wieder aufnehmen. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir machen weiter mit dem 29. Tag. Dir? Ja, ich bin schon dabei. Und schaut mal, was gerade reinkam. Ich wiederhole das jetzt natürlich live für die Folge und tu ganz überrascht. Und da, ich weiß nicht, warum da keine Musik kommt. Aber The Vardrug oder nur Vardrug im Twitch donated 20 Euro. Ich weiß nicht, warum da donated steht, das ist irgendwie nicht richtig angepasst. Für die künftigen Switch-Streams, du Lauch, diese 20 Euro gehen natürlich direkt in meinen Fund für meine Capture-Card, die ich mir zulegen möchte. Oh, es ist tatsächlich noch was reif geworden. Das ist gut, dass ich das gegossen habe. Heute wird Nacht wird etwas Wunderschönes passieren. Die Mondlichtquallen werden an Pelikan vorbeischwimmen, um ihre lange Reise in den Winter zu beginnen. Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzusehen. Das sollst du nicht vergessen. Man sieht sich heute Nacht. Da stand noch was auf der zweiten Seite. Habe ich weggeblättert. Tut mir leid, Leute. Ja, Mondlichtquallen. Heute 22 Uhr. 20 Euro in meinen Capture Card Fund. Das wird gut, sage ich euch. Das wird gut, das wird sehr gut. Vor allen Dingen werden wir dann auch Switch-Spiele streamen können. Ja, so. Vor allem ist es halt so komplett uneigennützig. Ja. Du kannst dann auch Switch-Spiele streamen, wenn du herkommst. Wenn ich hier komme, ja. Und nein, das wollte ich nicht essen, sondern ich wollte das alles nehmen. Und dann können wir auch zum Beispiel sowas wie Smash Brothers spielen oder Mario Kart oder Stardew Valley. Ja, wir können Stardew Valley dann Multiplayer auf der Switch spielen. Ja, oder ich kann sowas wie Zelda spielen, Breath of the Wild. Oder, SteamWorld Dig 2, das wäre ziemlich fancy. Ja, dann musst du SteamWorld Dig 1 auch noch spielen. Das kann ich dann theoretisch auf der Wii U spielen. Stimmt, ich kann auch die Wii U dann nutzen. Speisekammer, Qualität. Ich habe einen großen... Nee, habe ich nicht, oder? Doch, ich habe einen Fehler begangen. Ich glaube, ich habe den guten Mais verkauft, aber wir haben noch einen ganzen Monat, um den Mais hochzubekommen. Das ist das Winterbundle. Weg kommt erstmal dahin. Ich habe die Wege in die rechte Kiste gepackt. Ja. Du kannst dir da jederzeit was rausnehmen und Wege gestalten oder so. Sobald ja, ich hab noch ein Rare Seed gekauft. Oh ja, werde ich auch gleich noch machen. Rare ich auch gleich noch machen. Oh, das ist vor allem gut, dass wir so viel Geld haben für den Herbst gleich. Also gleich nachher. Kaffee brauche ich nicht. Mit 10 schon in der Kiste. Hm? 10 haben wir schon in der Kiste. Ja. Wenn wir jetzt so viel Geld haben, könnte ich meine... Haben wir 5 Gold da? Ja. Ich würde dann vielleicht... Wie gut ist deine Spitzhacke? Meine Spitzhacke ist Kupfer. Wir könnten heute nicht in die Mine gehen und... Nee, wir machen das morgen, würde ich sagen. Heute wird er eh nicht arbeiten, weil heute... Hol du erstmal die Seeds für den Herbst. Hab ich gerade gemacht. Ich gehe heute in die Mine. Morgen würde ich, weil wir sowieso mit dem Feld beschäftigt sind, würde ich unsere beiden Hacken abgeben. Wir haben jetzt genug Geld, dass wir das Geld sparen. Und ich meine auf Gold für 10.000 und du deine auf Eisen für 5.000. Ja. So dass wir den Herbst dann auch in die Mine ordentlich gehen können. Den Winter meinst du? Na, auch schon im Herbst dann. Auch. Ich muss nur gucken, was ich zu essen mitnehme. Überleg, ob ich halt schon anfange und schon mal das erste Tier hole. Kannst du machen. Ich meine, wir haben jetzt hier einen Hühnerstall. Wir sollten übrigens sehr viele Pumpkins anbauen. Wir können uns nur Hühner holen, ne? Ach, verdammt. Ja, hol mal ein braunes Huhn. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich ein braunes Huhn kriege. Du klickst dich durch. Oben steht immer, welche Farbe das Huhn hat, wenn du es reinsetzen willst. Und du guckst, dass es braunes ist, ansonsten gehst du wieder raus. Ja, okay. Wollen wir cheaten? Nein. Das dachte ich mir.
Spießer. Also, nicht, dass es jetzt noch überhaupt irgendwas ausmachen würde. Wie irgendwas ausmachen würde? Hä? Cool. Sie haben 20 Euro erhalten. Wow. Weiß. So, ich muss sagen, ja, aber ich streame. Aber wenn man gefragt wird, ob man noch wach ist. Ja, aber ich streame gerade. Ja, der Name ist perfekt. Benenne dein neues Tier Pro. Pro? Pro, P-R-O. Ah, Pro. 50 hast du gesagt, da bin ich jetzt. Tierbedarf brauchen wir noch nichts, ne? Nee. Heizgeräte brauchen wir erst im Winter. Zum Winter sollten wir uns dann auf jeden Fall das Dings holen. Aber ich denke, im Winter schaffen wir es dann auch eventuell schon einen anderen, einen Barn zu haben. Ja, aber die Dings meine ich, die... wie heißt denn das? Die Heizung brauchen wir zum Winter hin noch. Ja, Heizgerät, sage ich ja, brauchen wir jetzt noch nicht. Nee. Ich weiß gar nicht, ob diese Autoerntemaschinen auch für Hühnereier gelten. Ich glaube nicht. Bezweifle ich. Die können wir uns dann für die anderen Dinger kaufen. Aber hier sieht man ja, auf der Ebene 50 sieht man ja nicht so gut, welche die Steine sind, die Erfahrungspunkte bringen. Nee, das tatsächlich nicht. Aber und meine, die UI-Info-Mod. Du könntest auch einfach auf die Goldebenen gehen, da siehst du erstens die Steine und zweitens kriegst du mehr Erfahrung durch Gold, oder? Das stimmt. Ich weiß auch nicht mehr, ab welcher Ebene Gold ist. Du könntest einfach auf 100, Ebene 100 einsteigen oder sowas. Ja. Weißt du, nie hat die Frau Zeit und jetzt, wo ich Skype, sagt sie, ja, jetzt, wo ich streame, sagt sie, ja, ich wollte halt gern mit dir skypen. Das hätte ja eher einfallen müssen. Da war ich wohl schneller. So ungefähr. Sie soll einfach den Stream zuschauen. Ich sag mal, sie soll den Stream zuschauen, wir spielen Stardew Valley. Ja, das ist ja ziemlich entspannt. Den Stream. Guck mal. Wir spielen Stardew Valley. Leute, falls ihr euch wundert, mal wieder Leute, die vielleicht erst in dieser Folge zugeschaltet haben, warum er sagt, ja, schau doch live zu. Auf twitch.tv/bloodyfox13 könnt ihr ab und an die Streams live verfolgen, wenn wir aufnehmen. Also die Aufnahmesession live verfolgen. Allerdings, normalerweise kündige ich das an, heute habe ich das vergessen, weil das eigentlich seit gestern schon feststand, dass wir das heute machen, seit Sonntag schon. Ja, aber die Zeit wussten wir halt nur sehr kurzfristig. Genau, und deswegen war das nicht angekündigt. Normalerweise wird das immer angekündigt. Dazu könnt ihr auf Twitter nachschauen. Und da einfach mal. Ich hab's auf Twitter angekündigt, irgendwie so 3 Minuten bevor es losging. Oh, genau, dann also entweder bei The Vardrug oder halt bei mir, BloodyFox13. Normalerweise schreibe ich selber was oder retweete einfach das, was Vardrug geschrieben hat. Ja, reicht ja. Eben, wenn's passt. Geister! Geister! Weißbrot. Shine Sprites. Oh mein Gott! Gott, ich möchte, dass either way entweder die Switch bald mal eine Virtual Console bekommt oder sie ein Reboot, / eine HD-Version, / eine Fortsetzung zu Super Mario Sunshine machen. Golden Sun auf der Switch wäre auch ziemlich cool. Das habe ich auch heute gesagt. Das habe ich heute bei Twitter bei einem drunter geschrieben, weil ich habe Twitter nach E3-News-Dings geguckt, da hat jemand was zum Hashtag Nintendo geschrieben und da habe ich dann drunter geschrieben, weil er meinte, dass Isaac für also Isaac, Isaac, wie auch immer, super cool wäre für Smash und hat gesagt, oder halt randomly eine Ankündigung für Golden Sun 4 auf der Switch. Das wäre auch fancy. Was auch toll wäre ein HD-Remake von Advance Wars. Oh ja. Die brauchen nicht mal ein neues Spiel machen. Die brauchen kein neues Spiel machen. Einfach nur das Bitte. Spiel, das es ist. Die einfach mit geileren Grafiken. Die ersten beiden einfach nur auf die Switch portieren, dass sie ein bisschen HD-iger sind, aber in dieser gleichen Grafik. Ähnlich wie halt
Stardew Valley in dieser Pixel-Ding gehalten ist. Also den Stil, ja, den Stil schon beibehalten, aber halt ans aktuelle anpassen. So halt einfach von den 32-Bit, wie die damals waren, keine Ahnung, auf eine 128-Bit-Sachen oder so. Das wäre, oh ja, bitte. Gehen wir heute Abend eigentlich zu einem Quallenfest? Können wir machen. 22 Uhr, ne? Mhm. Ja, ich mach bis 21 Uhr hier und dann komme ich in die Stadt mit der Tram sozusagen, mit der U-Bahn. Ich kloppe hier erstmal alle Steine kaputt, ich weiß nicht, welche mir Erfahrungspunkte geben. Ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, auch eher auf die Goldebene zu gehen. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt habe ich erstmal eine Monsterebene und werde meinen Dings-Level hochziehen. Und vor allen Dingen muss ich die ganzen Slimes töten. Ich will unbedingt diesen Slime-Charmer-Ring. Ich habe den im Singleplayer und der ist unglaublich gut. So, ich gehe schon mal ein Stück näher rein beim Flussangeln. Mhm. Hast du schon mal den Slime-Charmer-Ring bekommen? Nee. Also ich habe in meinem Spielstand, wo ich am weitesten bin, habe ich die 1000 Slimes. Ich habe auch den Slime-Charmer-Ring, aber ich habe nie einen Slime-Hutch gemacht. Ja, aber selbst in der Mine ist es super. Wow. Eiskalt in den Rücken gestochen. Sie schrieb gerade, nein, ich lese noch. Nee, dann lese ich ein bisschen. Ich schau dir keinen Stream an. Dann halt nicht. Schade. Mitleid für Fox. Traurig. Aber vielleicht ist Chris noch dabei. Der hat gefragt, wie lange wir noch streamen und ich sagte, mindestens noch eine halbe Stunde. Locker. Weil so lange ging ja dann noch eine Folge. Ja, wir müssen auch gucken, wie lange wir dann machen und wie viele Folgen wir heute aufnehmen. Ich könnte sogar dann Handyspiele spielen. Theoretisch. Wenn ich mir einfach einen USB-C auf HDMI hole. Tanz der Mondlichtquallen hat begonnen. Okay. Verdammt. Ja. Ich bin gleich da. Oh ja, alles gut. So, ab in die Stadt. Moment. So, da bin ich wieder. Ja. Meine wunderschöne Freundin war gerade hier. Und wollte mal Hallo sagen. Also mir. Schöne Grüße. Sie ist gerade raus. Oh, ich bin das, der da gegen Mani gegenläuft. Ja klar. So, wir könnten jetzt wieder mit allen quatschen, aber wir sagen einfach. Die Mondlichtquallen sind nahe. Ich habe schon eine in der Ferne leuchten sehen. Chris ist da. Hallo Freunde, hallo Chris. Willkommen zum Tanz der Mondlichtquallen. Sobald wir das Kerzenboot losschicken, kommen sie zur Anlegestelle und sagen Hallo. Hallo. Was denkst du, soll ich das Boot jetzt losschicken? Yes, Jor. Chris, mach mal einen großen Applaus für Badrak, der heute, das siehst du dann in der Folge und so. Das musst du dann am. Das ist jetzt die dritte Folge, die wir aufnehmen, ne? Da ist es die dritte Folge. Das heißt, das musst du am Freitag dann sehen. Aber mach schon mal einen Applaus dafür. Wofür siehst du dann am Freitag? Das ist voll gemein. Die Mondlichtquallen. Yay. Dead Musik. Muten. Danke übrigens für den Applaus, Chris. Was sagst du? Ah. Ich sehe keinen Applaus. Hast du nicht gehört? Er hat einmal in die Hände geklatscht. Das warst du. Nein, das war ich. Aber Chris hat auch einmal in die Hände geklatscht. Hast du das nicht gehört? Nee. Chris, du musst lauter applaudieren. Chris, wie geht's dir? Erzähl mal was. Guck mal, siehst du die blaue Mondlichtqualle da? Das
Das ist die King-Qual und die kommt natürlich zu dem King-Player. Dings. Hier, zu den Leuten, die halt einen echten Willen haben, keine NPCs sind. Das Leuchten des Sommers ist jetzt verblasst. Und die Mondlichtquallen führen ihren Weg in das weite Unbekannte fort. Warten auf Spieler. Erstmal Stuff hier reinschmeißen. Erstmal Stuff da reinschmeißen, das ist gut. So, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde auch... Oh, ich habe auch noch Stuff für die Kiste. Und zwar Kohle und Eisenerz. Und ich habe Stuff für die Kiste. Oh, es ist schon so spät heute. Nicht das da. Das da und das da. Und mehr nicht. Ah. Scheiß drauf. Ich mache das morgen. Ich glaube, den Anker kannst du verkaufen. Meine Katze haben wir schon. Und immer noch undurchsichtig. Nee, durchsichtig. Unsichtbar. Das ist eine Geisterkatze. Kriegerring. Ich find's gut, dass die Framerate, die Frames, die ich ausgelassen habe, dass die jetzt auf 1,1% runtergegangen sind und schon ewig nicht mehr da waren. Meine Verbindung ist stabili. Morgen ist der ganze Tag klar und sonnig. So, genervte Götter, Geister. So. Oh nein, das wollte ich nicht. Das habe ich nicht gewollt. Du machst das Feld sauber, das finde ich schön. Mhm. Mit der Sense. Naja. Fällt das, sieht gut aus. Das ist gut, dass wir übrigens so viele Bäume haben. Da haben wir eine Chance, dass einer zu einem Pilzbaum wird. Wie groß willst du das andere Feld raus drüben machen? Ich gucke dann gleich mal, wie viel wir uns leisten können. Wir müssten theoretisch für 15.000 können wir ungefähr Seeds kaufen. Plus minus. Ja, du kannst auch den Mais nochmal ernten gerade. Ja, mache ich gleich. Und dann muss ich sowieso erstmal mein Inventar wegräumen. Und den Mais da hinten muss ich gießen. Der nervt mich zwar so ein bisschen, dass er immer noch da steht, aber... Ja, auch hier für den Winter ist die Hacke auf... Aber wenigstens Gold. Ja. Das da rein, das so da rein. Wahnsinn. Dann da hinten rein. Kommt das, das und das da. Da rein kommen Dash und Dash. Oh ja. Wir haben die Quality vom Mais fertig. Das finde ich super. Was sagt denn deine Energie? Meine Energie sagt, die ist ziemlich fit. Super. Dann kannst du, was brauchst du nämlich nachher noch fürs Gießen. Ja, ich übernehme nachher das Gießen, kein Problem. Ich habe, glaube ich, auch die bessere Kanne, ne? Ich habe eine normale Kanne. Ja, ja, sage ich ja, die bessere habe ich. Übrigens, liebe große Zuhörer. Schaffe ich noch, bevor ich umfalle. Hast du gehört? Was? Liebe Grüße zurück. Ah, danke. Danke, danke, danke. Und auch von mir gute Nacht und noch viel Spaß euch beiden. Schlaf schön, wir versuchen leise Spaß zu haben. Abigail sagt, ich möchte meinem Vater einen Streich spielen. Dafür brauche ich Haselnuss. Bitte behalte es für dich. Ich dachte, ich soll es dir geben. Chris hat Hallo Freunde gesagt und ist dann nie wiedergekommen. Oh. Habe ich die Quest jetzt angenommen? Ja, okay. Hallo Pierre. Also, Kürbissaat kaufen wir dann gleich. Mais haben wir. Ich will 8 Auberginen. So dass wir von allem was haben. Wir brauchen 8 Pak Choi, also Senfkohl. 8 Süßkartoffeln. Preiselbeeren, die tragen mehrmals. Die sind relativ
wertvoll. Warte mal. 1, 2, 3, 4 haben wir jetzt davon verschwendet. 5 für den Weizen. Sonnenblumen, Amaranth. Amaranth brauchen wir, glaube ich, 2 für eine Mani-Quest. Ja, ja, deswegen. Ich werde Amaranth bauen. Weintrauben werden wir auch. Ja, ich glaube, wir haben noch Eisen jetzt da. Da will ich einen extra Sprinkler machen. Also haben wir 5, 6 davon verschwendet, sozusagen. Und dann kaufe ich vom Rest erstmal Kürbissamen. Ist Kürbis das wertvoll? Verdammt! Was denn? Das kriegen wir wieder rein. Ja, ich wollte heute beide Sachen abgeben. Naja, theoretisch sind... Ich muss noch mehr ausgeben. Komm, du erstmal zurück und gießen und düngen und anpflanzen. Dann ist der Tag sowieso vorbei. Kannst du Dünger machen? Ich kann keinen Dünger craften, aber wir haben noch 95 Standarddünger hier. Achso, vielleicht kann ich Dünger craften. Warte mal, ich muss gerade rechnen. Was wollte ich? 3. 3 mal 8 sind 24. Ja. Ja. Denk dran, wir haben noch ein bisschen Zeug, so wie du noch im Feld stehen, ne? Ja. Ich habe jetzt erstmal nur die Felder bedacht, die ich, die sich automatisch bewässern und so. Ja, Cranberries wären eigentlich effizienter, aber ich will ein paar Kürbisse haben, weil Kürbisse auch sehr gutes Essen sind. So, ich wollte gucken, kann ich Quality Standarddünger... Nein, ich kann nur Standarddünger machen. Okay. Hast du eine Kiste für Harz? Ja, in der Kiste da ist Harz. Ah ja. So. Du kannst übrigens auch gerne noch was zu essen nehmen. Ich mache jetzt gerade Standarddünger. Ich kann Dünger verteilen quasi schon. Das ist gut, ich gebe dir den gleich. Irgendwie ist gerade die Internetverbindung komisch. Fox, bist du noch da? Ich bin noch da, bist du noch da? Ich mach mal den Stream im Hintergrund raus. So. Ja, ich habe aber gerade ein paar mehr Dropped Frames. Ich schmeiß mal hier auf das linke Feld überall Standarddünger, ne? Ja, ich habe dir auch nochmal Standarddünger 400 da reingepackt. Ja, ich weiß halt nicht, wie groß das andere Feld, wie groß wir das brauchen. Ich hab's erstmal so groß gemacht. 150 Felder. Hm? 150 Felder brauche ich. Und wie viel haben wir? Ich weiß es nicht. Na, das war dumm, aber egal. Bitte? Nein, ich möchte den dir nicht schenken. Hab ich alles? Ich glaube ja. Das sind 1, 2, 3, 4, 12 mal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 12 mal 8. Das sind... Ach Gott. 100 ungefähr. Oder? Du sitzt hier an einem Computer. 96 sind das. Minus 1, 95. Ja, plus die, die halt schon verlegt sind. Ja, das heißt, ich kann das ganze Feld quasi düngen. Ja, ich habe noch 400 Dünger da. Das ist in Ordnung. Dann haben wir jetzt schon Kürbissamen gekauft für den zweiten Anbau. Das ist in Ordnung. Ja. Ich meine, wenn das Feld voll ist, läuft, beziehungsweise ich kann rein theoretisch auch die Vogelscheuche nochmal umstellen. Wir müssen links sowieso noch eine, links hast du noch. Links habe ich eine Vogelscheuche, also das Feld hier ist komplett ausreichend dafür. So. Die muss ja nicht mitten auf dem Feld stehen eigentlich. Eben. Ich kann die aber nicht abhauen und reinsetzen. Ich habe, glaube ich, zu wenig Energie dafür. Soll ich die da wegnehmen? Die Frage ist, kommst du klar mit deiner Energie zum Gießen? Ansonsten hätte ich... Ich esse einfach zur Not noch was, das ist kein Problem. Ja, dafür bin ich zu geizig. So, ich habe genug dafür gearbeitet. Ich esse meine Feldfrüchte. So. Eigentlich ist es halt auch ziemlich dämlich, was ich mache. Das ist einfach nur aus Faulheit. Die Einmalsachen hier auf so ein Feld zu packen,
Aber sowas hier zum Beispiel, das lohnt sich. Die Aubergine, die trägt nämlich mehrmals. Und ich werde da hinten die Dings raushacken. Die Ancient Fruit lasse ich, aber die Dings, weil so viel Mais brauchen wir nicht mehr. Okay. Ja, dann brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 von den Eiertücher. Oh, du solltest auf jeden Fall nach dem Herbst solltest du auf jeden Fall die Hofarbeitsstufe haben. Nehme ich auch Ach ja, an. Da ist Dünger sogar noch drauf. Dünger drunter. Dass du quasi dann den anderen Dünger machen Warte mal, kannst. ich gebe dir mal. Warte mal, ich pack mal hier in die erste Kiste. Das war die falsche. Erstmal die Setzlinge. Du kannst schon mal das ausbringen. Kürbis. Genau. Ich werde nochmal ganz schnell einen Sprinkler bauen. Alles Ja, mit Kürbis. alles mit Kürbis voll. Das kriege ich hin. Also, ich kann eh noch nicht hier, das ist in Ordnung. Und da unten bitte nochmal dann auch düngen. Ich werde derweil hier gießen. Und was soll da drauf? Da kommen gleich Weintrauben drauf. Okay, gut, dann mache ich da keinen Kürbis drauf. Du hast doch keine Kiste für den Kürbis, für die Kürbis-Seed, Nee, ne? ich muss noch eine Herbstkiste, also zwei Herbstkisten machen. Ja, kriegst du das noch hin in der Zeit jetzt, oder soll ich dir noch helfen irgendwie? Die Herbstkisten? Nein, ich meine jetzt mit dem Ach so, Gießen warte mal, oder das Wasser. ich geb dir mal das hier. Das kannst du noch, bitte die Weintraubensetzlinge dort unten hinsetzen. Ja, das sah gerade komisch aus, weil du gerade einfach random irgendwo ins Nichts gelaufen bist, ins Nirvana. Ja. Das ist ein schlechtes Anzeichen, dass wir wieder instabile Sachen haben hier. Ja, ich habe ein paar Frame Drops, aber er hat keine Connection Problems. Das ist gut. Und wir sind ja gleich mit dieser Folge fertig. Ich hab das gesagt. Sobald Suki weg ist, bricht hier einfach alles zusammen. Das stimmt. Suki ist der gute Geist, der dieses Let's Play, Am Leben erhält. dieses Let's Play zusammenhält. Das finde ich gut von ihr. Genau, das reicht jetzt. Wie viel hast du jetzt da drin? Das sind 55, 95 also. Ja. 96. Du hast 95, weil wir einen Dings da haben. auch, Ein. ja, stimmt. Du hast ja noch eines Zieter. Genau. So, ich hole mir noch schnell Wasser. Oh, ist ja noch gar nicht so spät. Das fetzt ja voll. Immer. Ich Du musst noch was in nehme. die Verkaufskiste schmeißen. Genau, mache ich. Ich pack das dahin. Und dann kann ich die mal dahin packen irgendwie. So. In Ermangelung etwas Besserem schmeiße ich das da rein. Und dann gehen wir mal ins Bett. So, schauen wir mal, wie viel Geld wir bekommen haben werden heute. Eine Menge bestimmt. Black Screen. Ah, Tag 1 im Herbst. Ah, viel haben wir nicht verkauft. Zweimal Mais, ah, hatte ich schon. Und anderes. Einmal Lehm. So, und damit würde ich sagen, war es das auch für heute. Freitag, den 12, 13, 14, 15. Den 15. genau. Morgen ist Community Day bei Pokémon Go, Leute. Also, das wird fancy. Das wird gut. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bye bye. Ciao.